So, und da sind wir dann mal wieder bei einem neuen LP, Borderlands 2. Ja, wollte ich einfach mal machen. Und ich nehme ihn hier, den Zero. Jetzt muss ich mir den Kopf mal aussuchen. Also der Grund, warum ich diesen, also den Anfang da rausgelassen habe. Bei 10 Minuten ist da kaum Zeit für. Dann könntet ihr gar nichts vom Spiel sehen. Und das wäre natürlich scheiße. Kampfkröte. Den hier nehme ich. Name, Megaterrorist. Charakter bestätigen. Okay. Noch ein toter Kammerjäger. Handsome Jack war fleißig. Hallo, ich lebe. Moment, du bist nicht tot. Ja, jetzt komme ich von diesem Gletscher runter. Claptrap, dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen. Habe ich Waffen? Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein Seal for PTP Steward Bot. Aber meine Freunde nennen mich Claptrap. Oder sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder je existiert hätten. Oh, ich habe da was für dich. Hier, nimm diesen Echo Communicator, den ich ganz sicher nicht einer dieser Leichen abgenommen habe. Er ist mit einem Klasse 12 Heads-Up-Display und einer Minikarte ausgestattet. Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein. Ich werde wahrscheinlich ziemliche Schwierigkeiten haben, hier was zu sagen. Weil die werden richtig viel reinquatschen, denke ich mal. Das ist das erste Mal, dass ich das Spiel spiele. Ich erkläre dir Ein bald alles, Bauchnabel. aber sei gewiss, es gibt einen Grund, dass du noch lebst. Und ich bin hier, um dir zu helfen. Ich kann halt alleine. Ich bin schon ein großer Junge. Was macht der denn da? Rambo. Sehr gut. Deine Fähigkeit, kurze Distanzen zu überwinden, ohne zu sterben, wird Handsome Jacks Untergang sein. Mit 10 Leben ganz bestimmt. Aber wo will er denn jetzt hin? Ich guck mal eben, ob hier noch was ist. Oh. Das habe ich nicht gewusst, dass die Kiste da stand. Nee. Wie wär's, wenn wir die Türe schließen? Ey, da steht ja noch einer. Und da oben auch. Und da. Da ist ein Spind. Und Geld. Und noch einer. Viel zu viel Claptraps. Versprecher. Ey, was macht der denn hier? Tolle Müll, Die Kreaturen in dieser Gegend sind gefährlich. Zum Beispiel dieser Bullymog namens Knuckle-Cracker hat alle getötet, die ich kannte. Wie auch immer. Ich habe Cracker oder Pistole in Cracker? dem Schrank da drüben für Notfälle. Aber hier drin sind wir ja sicher. Glaub ich auch. Sieht sicher aus, weiß ich. Nein, mir da mal hier was, ne?
Irgendwie sieht das gerade von den Texturen anders aus. Aber jetzt habe ich wenigstens ein bisschen mehr. Nein, hier ist kein, kein Schrank. Okay. Kann es der Schrank hier sein? Ich denke mal. Ein Basic Repeater. Vor langer Zeit veränderten vier Kammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. Dank Handsome Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Ich weiß, dass du dieser Held bist. Abgesehen von den entsetzlichen Schmerzen ist das alles super. Ich habe schon auf einen Kammerjäger gewartet, der mir hilft, nach Sanctuary zu kommen. Ich werde dein weiser Anführer sein und du mein furchtloser Untertan und Handlanger. Doch, dafür gab es einen Schuss. Ja, ich will jetzt nicht nur mit Aufsammeln verbringen die ganze Zeit. Was hat er denn hier noch? Ich werde gleich nach dieser Aufnahme direkt hochladen. Und, wenn... Gut, ich mach jetzt diese Tür auf und dann jagen wir uns einen Bullimon. Ich will reden. Und wenn dann einer nachfragt, nach dem Intro, das schaff ich dann auch. Warte mich, bevor ich irgendwo anstoße. Ich gehe davon aus, dass du das nicht gesehen hast. Ganz bestimmt, ich stand hinter dir. Obwohl Lucky Dragon mich geblendet hat, kenne ich mich auf diesem Glitcher aus. Jede Wette, wir finden ein Auge in Frostbite Crevasse. Was ist denn hier? Nicht, dass er jetzt... Bleib dicht bei dem Roboter. Er hilft dir, von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nee, ich geh meinen eigenen Weg. Bist du in Sicherheit. Alles zerstören, aber da ist ja gar nichts drin, ey. Ich will aufsammeln. Hm? Ah, da ist ja nur was. Okay. Umwegpunkt. Kritisch. 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 Kritisch, kritisch, kritisch. Aber wirklich viel Schaden machen die nicht hier, die Viecher. Mauer. Oh, schon wieder? Jack rempelt ganz Pandora auf links, um die Klammer zu finden. Es heißt, seine Bohrungen verursachen diese Erdbeben. Entweder das oder seine Mom ist gerade aus dem Bett gestiegen. Zing! Okay. Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo du sicher bist. Begib dich nach Sanctuary. Du brauchst mich nicht so mit den Augen anzugucken. Was hat die jetzt auf uns gelockt? Hat er die jetzt angelockt? Ich will auch so hoch springen können. Schwert. Boah, irgendwie treffe ich nicht. Okay. Badass Rang 1, okay. Ich muss mich hier verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge.